Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, liebe Freunde, heute möchte ich euch das neue Album Mai Tai von Vanessa Mai vorstellen. Das Ganze gibt es natürlich in der limitierten Fanbox zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja, Freunde, das 7. Album Mai Tai von Vanessa Mai ist heute am Freitag, den 26. März erschienen. Für die Fanbox habe ich 39,99 € bezahlt. Den Link zur Box zum Album, zum MP3-Download des Albums und zur Magazinedition des Albums gibt es für euch natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten mit dem Unboxing. Ich entferne als erstes die Folie, dann schauen wir uns das Boxdesign an. Und in dieser Zeit, während ich die Folie entferne, könnt ihr mir ja schon mal gern euren Lieblingssong von Vanessa Mai einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Los geht's! So. Die Folie ist ab. Als erstes schauen wir uns, wie gesagt, das Boxdesign an. Wir haben eine Standard-Deluxe-Box in so einem, ja, wie soll ich sagen, so einem orange-gelb verlaufenden Ton. Ich vermute mal, so sieht Mai Tai aus. Dann haben wir hier vorne auf der Vorderseite Vanessa Mai stehen. Dann sehen wir hier darunter die Interpretin. Darunter lesen wir den Albumtitel Mai Tai und limitierte Fanbox. Mai Tai ist für alle, die es nicht wissen sollten, ein Cocktail. Ich schreibe euch mal die Zutaten unten mit in die Videobeschreibung, falls ihr euch einen Mai Tai mixen wollt. Dann, wie gesagt, die Zutaten dazu findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. So, auf der Unterseite der Box sehen wir nichts. Auf der rechten Seite lesen wir Mai Tai. Auf der Oberseite sehen wir nichts. Und auf der linken Seite lesen wir jetzt ebenfalls nochmal Mai Tai. Auf der Rückseite der Box Mai Tai, limitierte Fanbox. Und hier sind die Boxinhalte aufgelistet. Unter anderem natürlich das Album ist hier enthalten. Dann ein T-Shirt, ein Mund-Nasen-Schutz, Vanessa Mai-Poster und eine signierte Autogrammkarte. Das sind die Inhalte in dieser Box. Hier unten haben wir noch einen Barcode und die unterschiedlichen Logos. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Und als erstes, wie immer, Freunde, schauen wir uns natürlich in dem Fall das Wichtigste an, und zwar das neue Album. Das Ganze werde ich erst einmal von der Folie befreien. Ich muss erstmal sehen, wo hier der Aufreißfaden ist. Hier an der Seite. Okay. Schon mal vorsichtig entfernen. Gut, habe ich. Zack. Gut, auf dem Albumcover, ja, das Albumcover besser gesagt, haben wir jetzt gerade schon vorne auf der Box gesehen. Bild sieht wirklich wieder sehr gut aus. War eigentlich bisher immer wirklich sehr, sehr interessante Albumcover bei Vanessa Mai von der letzten Box und davor auch schon. Also wirklich mal sehr nice. Auf der Rückseite der CD sind natürlich die Songs aufgelistet. Insgesamt haben wir 14 Songs drauf. Ich habe mir bisher jetzt den Song Ruf nicht mehr an angehört. Geiler Song, hört ihn euch auf jeden Fall an. Und ich glaube, es war noch ein zweiter oder ein dritter Song sogar veröffentlicht. Aber wie gesagt, Ruf mich nicht mehr an war jetzt der Song, den ich mir bisher jetzt schon angehört habe und mir auch das Video dazu angeschaut habe. Gut, dann schauen wir mal rein. Da haben wir natürlich als erstes die CD. Und als nächstes schauen wir ins Booklet rein. So, ja, genau. Okay, es war jetzt gerade ein bisschen unscharf, oder? So. Okay. Dann schauen wir mal rein. Auf der ersten Seite haben wir den ersten Song und ein Bild von Vanessa Mai. Also wir haben in dem Booklet die Songtexte von den Songs mit enthalten. Also die Songs und die Songtexte dazu. Und natürlich noch ein paar Bilder von der jungen Frau. Sehr gut gemacht. Also wirklich sehr hochwertiges Booklet auf jeden Fall. Das merkt man am Papier. Und dann, wie gesagt, Songtext ist eigentlich immer mit wichtig im Booklet. Sehr schön. Okay, und wie gesagt, natürlich noch ein paar Bilder. Gut, am Ende gibt es noch die Credits. Und hier haben wir jetzt nochmal ein anderes Bild von der Interpretin. Gut, das war das Wichtigste in dieser Box. Das neue Album, falls ihr es noch nicht habt.
Holt's euch, gönnt's euch. Dann schauen wir weiter. Haben wir als nächstes, würde ich sagen, das Poster, oder? Ja, wir schauen uns das nächste Poster an. Das ist ein relativ großes Poster, okay, und wirklich sehr hochwertig. Einseitig bedruckt. Jetzt muss ich mal die Box beiseite nehmen ein bisschen, dass ihr das vielleicht in voller Pracht euch anschauen könnt. Also auf jeden Fall schon mal, ja, sehr hochwertiges Poster. Gutes Papier, gute Foto- und Druckqualität. Und ihr seht, liebe Freunde, ein äußerst nettes Bild. Gefällt mir sehr gut. Vanessa Mai, Mai Tai. Ja, auf jeden Fall, nicht schlecht. Sehr gut. Okay. Also wie gesagt, was Vanessa Mai angeht, die hat wirklich immer sehr, ja, sehr geile Bilder in ihrer Box mit drin. Also nicht schlecht. Gut, das war das Poster, liebe Freunde. Also wirklich sehr hochwertiges Poster. Jetzt muss ich wieder gucken, dass ich das Ganze hier ordentlich zusammenkriege. Okay. Gut, dann können wir ja direkt weitermachen mit der Autogrammkarte. Vanessa Mai. Und wir haben hier ein Bild der Interpretin natürlich. Und das Ganze ist handsigniert mit silbernen Edding. Und ihr seht, Freunde, wie das reflektiert. Das ist was wirklich richtig Hochwertiges. Mega krass. Vanessa Mai. Mai Tai steht hinten drauf. Also es ist wirklich eine sehr, sehr geile, hochwertige Autogrammkarte. Mega nice. Da freut man sich als Fan. Also ich bin jetzt kein Fan, aber wenn ich ein Fan wäre, würde ich mich übelst drüber freuen. Also ich freue mich generell über Autogrammkarten. Also die ist wirklich richtig geil gemacht. Sehr hochwertig. Und dann, wie gesagt, original unterschrieben. Das ist wirklich immer wichtig. Sehr, sehr gut. Okay, das war die Autogrammkarte. Und somit, liebe Freunde, kommen wir jetzt noch zu den beiden Textilprodukten. So, sparen wir noch ein bisschen Platz. Und als erstes schauen wir uns die Maske an. Masken sind jetzt wirklich häufiger in den Boxen drin. Ist natürlich cool, weil man kann es zur Zeit ja wirklich gerade gebrauchen. Gerade jetzt, wo alles wieder so richtig losgeht. Oder zumindest, wo wir jetzt in der dritten Welle stecken. Und man die Masken natürlich noch ein bisschen länger verwenden kann. Obwohl das natürlich eine Stoffmaske ist. Ich glaube, die darf man doch generell gar nicht mehr benutzen. Oder man darf doch nur diese medizinischen oder diese FFP2-Masken. Na gut. Okay, dann schauen wir mal rein. So sieht die Maske aus. Also wir haben eine schwarze Maske und hier lesen wir jetzt drauf Vanessa Mai und Mai Tai. Okay, mal gucken, ob wir irgendwas zum Material finden. Ne, da haben wir hier nichts. Also es ist eine reine Stoffmaske. Mittlerweile, wie gesagt, darf man die ja leider nicht mehr benutzen, zumindest bei uns in Sachsen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber bei uns darf man nur diese medizinischen oder diese FFP2-Masken tragen. Okay, sonst, wie gesagt, eine coole Sache. Man kann es zurzeit gerade gebrauchen. Außer, ja, man darf sie nicht tragen, aber sonst auf jeden Fall sehr cool. Okay, also eine Maske. Und jetzt, Freunde, kommen wir zum Shirt. Das Ganze ist in der Größe L. Okay, Größe konnte man sich nicht aussuchen. So, jetzt muss ich mal noch ein bisschen mehr Platz machen. Also, T-Shirt in der Größe L konnte man sich, wie gesagt, leider nicht raussuchen. Also, ich wusste gar nicht, dass hier ein T-Shirt drin ist, aber okay. Wir haben ein schwarzes Gilden Heavy Cotton in der Größe L. Und vorne drauf, liebe Freunde, haben wir jetzt nochmal das Motiv, was wir vor uns oder was wir hier auf der Autogrammkarte gesehen haben. Sehr cool, schöner großer Druck auf jeden Fall. Sieht recht ordentlich aus, muss ich sagen. Also, der wird auf jeden Fall eine ganze Weile halten. Sehr hochwertig gemacht. Vanessa Mai, die Interpretin Mai Tai. Also bin ich wirklich sehr begeistert. Haben wir hier noch irgendwie was vielleicht auf der Rückseite drauf oder so? Ne, Rückseite ist nichts drauf. Dann gucken wir natürlich nochmal ganz kurz nach dem Material. 100% Cotton und Made in Nicaragua. Okay, also ich bin wirklich begeistert, Freunde. Wirklich schönes, großes Cover vorne drauf. Schöner großer Druck vor allen Dingen und wirklich eine richtig gute Qualität. Nice, gefällt mir. Gut, Freunde, damit sind wir schon wieder am Ende des Unboxings. Ich werde euch natürlich ganz kurz nochmal alles in die Übersicht legen, was ihr in der Box zum Album Mai Tai bekommt. Also, ihr bekommt einmal in der Box ein wirklich sehr hochwertiges Poster. Diese wirklich sehr hochwertige Autogrammkarte, wirklich sehr cool gemacht, wie gesagt. Original unterschrieben, sehr, sehr hochwertig. Dann die Stoffmaske. Natürlich, liebe Freunde, das Wichtigste in dieser Box,
das neue Album mit insgesamt 14 Songs und das T-Shirt. Das Ganze gibt es in der Box. Also ich muss ehrlich sagen, ist eine gute Standardbox für 39 Euro. Also das soll jetzt nicht abwertend klingen, ist wirklich eine gute Standardbox für 39,99 €. Wir haben ein T-Shirt drin, eine Maske, das Poster, das Album, die Autogrammkarte, alles wirklich sehr hochwertig gemacht. Und für den Preis von 39,99 € kann man ja eigentlich wirklich nicht meckern. Also wirklich eine gute Box. Ich persönlich bin wirklich überrascht, wie gesagt, dass ja so hochwertige Inhalte drin sind. Mega cool, Freunde, gönnt euch die Box. Das war soweit mit dem Unboxing. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen natürlich raus an Vanessa Mai. Viel Erfolg mit deinem neuen Album. Und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war soweit. Vielen Dank für euer Zusehen. Lasst mir gerne an dieser Stelle einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne was unten in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, liebe Freunde, könnt ihr mir natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Das Ganze könnt ihr hier oben tun oder hier unten an dieser Stelle. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das war's. Bis dahin. Haut rein und ciao, ciao.